Hallo zusammen, hier ist wieder Chela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge von meinem Collection-Update präsentieren. Wir haben jetzt eine Woche ausgesetzt, da bin ich leider jetzt nicht ganz zugekommen, ein Update über die Collection aufzunehmen, aber jetzt nach zwei Wochen sind wir wieder da. Und es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein bisschen den Fortschritt weiter vorangetrieben und da werden wir gleich auch noch reingucken. All the Things hatte ein Update an sich und dementsprechend sind hier wieder einige neue Sachen drin. Ein paar alte sind rausgeflogen und das werden wir uns auch noch gleich ein bisschen genauer angucken. Und zwar, wenn wir jetzt reinschauen, haben wir die Möglichkeit, dass wir jetzt hier im Tab Filter einmal die verschiedenen Covenants rausfiltern und das verursacht unter anderem, dass wir jetzt hier unter Shadowlands Covenant, wo eigentlich mittlerweile das meiste Zeug in Shadowlands drin ist, dementsprechend die Covenants rausnehmen kann, bei denen man selber nicht ist. Also sprich, die Sachen, die man nicht erarbeiten kann, kann man hier quasi rausnehmen. Ich habe jetzt alle mit drin gelassen. Theoretisch kann ich jetzt sagen, ich nehme die Vent hier raus. Das zieht sich halt immer nur ein bisschen, wenn wir die rausnehmen, es leckt immer ein bisschen und dann gehen die Zahlen natürlich krass runter, weil er dann das alles rausfiltert, was man dann nicht holen kann. Ne? Also da könnte ich jetzt hier die Prozente deutlich besser bekommen. Ich habe mich aber zu entschieden, dass ich das alles drin lasse. Jetzt könnte ich die Necrolords auch noch rausnehmen. Ich glaube, er lässt dann tatsächlich nur den Covenant drin, den man gerade hat. Ich bin im Moment bei den Ventier. Ich bin ja jetzt letzte Woche zu den Kyrianern oder vorletzte Woche zu den Kyrianern geswitcht. Jetzt wieder zu den Ventier. Hat einfach so ein bisschen die Begründung, dass ich die Covenants nach und nach immer wieder switche, dass ich mehrere Seelen bei verschiedenen Covenants mitnehmen kann, die ganzen Gebäude upgraden kann, ein bisschen schneller und dann die Pakt-Zusatzfeatures auch mit dem Mainer spielen kann, unter anderem, um da die Quest zu machen, aber auch, um die Erfolge nochmal quasi mit dem Main zu machen, dass es halt auf bestimmten Achievement-Seiten zählt. Apropos Quest, ich kann euch was Lustiges oder was Cooles zeigen. Wenn wir jetzt hier einmal auf die Seite gehen, und zwar bin ich auf Data for Azeroth und ich bin ja hauptsächlich wegen den Quests geswappt und jetzt habe ich hier die Anzeige auf meinem Main-Charakter und da sind wir beim Quest-Hub und wie ihr hier seht, steht da jetzt World 1, also ich habe tatsächlich mit dem Char weltweit die meisten Quests, aber nur ganz knapp tatsächlich. Hier hat ein anderer nochmal, einer ist bei 12.233 und ich bin bei 12.239. Der dritte ist ein bisschen abgeschlagen, über 200 Punkte hinten, also der wird uns wahrscheinlich nicht so schnell aufholen. Jetzt tun wir hier nochmal Update, ach, oder? Doch, ich bin vorher nochmal relocked. Ich habe nämlich noch ein paar Quests gemacht. Die Geschichte ist, bei jedem Covenant gibt es eigene Quests und da ist es dann immer so ein bisschen so, dass man, wenn man die Covenants durchswitcht, so wie ich das gemacht habe, dann möglichst viele Quests mitnehmen kann. Ich habe jetzt noch nicht 100% der Quests gemacht, weil viele Sachen sind noch quasi hinter anderen Geschichten verborgen. Zum Beispiel gibt es relativ viele Quests beim Gluthof und dann muss man halt erstmal den Ruf beim Gluthof hochspielen, was halt mehrere Wochen dauert und dementsprechend zieht sich da noch ein bisschen. Okay, viel haben wir nicht gemacht, eine Quest anscheinend. Ich habe eigentlich ein paar Quests jetzt vorhin beim Gluthof nochmal erledigt, aber okay, das hat er anscheinend noch nicht berücksichtigt. Gut, so viel dazu. Also das war jetzt erstmal die Geschichte, warum ich die Covenants geswitcht bin. Einfach, weil ich hier im Quest-Ranking oben sein wollte und ja, ob das Quest-Ranking jetzt erstrebenswert ist, ist nochmal eine andere Sache. Ist halt wieder eine kleine Spielerei, wo man ein bisschen Sachen sammeln kann. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Geschichten an. Ich habe mich zu entschlossen, dass ich die ganzen Haken reinmache. Hier bei New Player Experience, das wird wahrscheinlich Exiles Reach sein. Tatsächlich, wenn ich das anhakel, dann tut sich gar nichts. Anscheinend habe ich alles, was auf Exiles Reach ist. Vor einer Weile, also vom letzten Update, waren ja hier die Flugpunkte in Exiles Reach noch drin, wo ich mich aufgeregt, also aufgeregt, ja doch, ich habe mich schon ein bisschen aufgeregt darüber, weil ich ja extra den Char in Exiles Reach durchgelevelt habe und die Flugpunkte geholt habe. Die waren halt damals noch nicht in All the Things drin. Und rückwirkend erkennt er die eigentlich nicht mehr. Irgendwie haben sie es jetzt geschafft, dass es, wenn, dann haben sie sie rausgenommen. Oder sie könnten es rückwirkend doch irgendwie erkennen. I don't know. Auf jeden Fall ist das jetzt rausgeflogen, was ich sehr begrüße. Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viele Char-Slots auf dem Main-Account über.
Und ich habe diesen einen Char dann tatsächlich auch auf jetzt halt 50, davor war es 120 gespielt. Heißt, ich müsste dann halt wieder einen komplett neuen Char erstellen und den müsste ich halt auch wieder leveln, weil ich will halt nicht mit einem Low-Level-Char quasi den letzten Char-Spot oder ein oder zwei Spots habe ich, glaube ich, auf dem Main-Account noch belegen. Und deswegen fand ich es ein bisschen blöd, aber wie gesagt, sie haben es jetzt anscheinend gefixt gekriegt. Dann mache ich jetzt mal hier die ganzen Haken einmal rein. Dann gucken wir uns das mal an. Das Einzige, was wir rauslassen, ist der Shadowlands-Skip. Das sind nämlich alle Sachen, die man dann bekommt, wenn man diesen Pfade des Schicksals oder wie das auch immer heißen mag, also diesen Skip quasi in Shadowlands benutzt, dass man direkt die Kampagne abgeschlossen hat. Das kann ich mit Main leider nicht machen und da muss ich mir noch überlegen, ob ich das tatsächlich in den Einstellungen drin lasse. Das sind nicht so viele Sachen, das werden wir uns aber gleich angucken. Jetzt lassen wir es erstmal in dem Modus und gucken mal an, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt, ich habe jetzt hier mal den Vergleich von vor zwei Wochen offen. Wir sind jetzt bei 528 Items, die noch fehlen. Vor zwei Wochen waren es 661 und wir haben 99,31%. Und davor hatten wir 99,12%. Heißt, wir haben 19% plus gemacht, was doch ganz ordentlich ist, weil ich ja schon relativ weit fortgeschritten bin mit über 99%. Da werden die einzelnen Sachen tatsächlich immer schwieriger. Ne? Umso weiter man ist, umso schwieriger werden die restlichen Sachen, die offen sind. Ja, dann gucken wir mal rein. Was hat sich getan? Wildtiere, ihr seht, da sind zwei quasi noch fehlend gewesen. Diese beiden habe ich mir jetzt tatsächlich gekauft. Ich habe da ja auch ein Waste of Money Video gemacht. Kleine Anekdote an der Geschichte. Eins von den Pets, diesen Warter, aus den Kisten aus der Bastion. Ratet mal, wer den zwei, drei Tage später, nachdem er sich den gekauft hat, zufällig mit einem Twink bekommen hat. Ja, meiner einer. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe den jetzt noch rumliegen, also ich kann den wahrscheinlich jetzt die Tage mal noch verkaufen. Aber es ist halt sau ärgerlich, dass ich extra Gold auf einem anderen Server mehr tauschen lassen habe für eine Gebühr und dann mir das gekauft habe. Zwar auf dem Server halbwegs günstig, weil ich es mir halt tauschen lassen habe, aber mir dann zwei, drei Tage später das Viech droppt, ne? Ist halt ärgerlich. Hätte ich ihn halt nicht kaufen müssen, aber naja, so ist es. Dann das nächste sind die Reittiere. Hier waren es noch 8. Jetzt sind es tatsächlich nur noch 5 Reittiere, die mir fehlen. Und da können wir mal kurz reingucken. Und zwar sind es im Moment noch diese 3 Netherrochen, die man ja aus den Berufungskisten rauskriegt. Ich habe jetzt fast 200 Kisten aufgemacht und nein, ich habe noch keinen Mount von diesen. Also das sind RNG-Mounts und dann habe ich noch den Runenhirsch aus dem Samen aus dem Adenwald. Ne? Das ist halt auch ein RNG-Mount. Pflanze ich jede 3 Tage wieder neu an. Will halt einfach nicht. Also die beiden, die möchten halt leider nicht so, wie ich möchte. Und dann ist, glaube ich, das Gladi-Mount noch mit drin. Genau, das wird hier auch noch angezeigt. Das habe ich leider auch nicht. Ich habe das normale PvP-Mount mir erspielt und ich habe das Mount hier aus Revendreth gekauft. Ich bin ja jetzt wieder bei den Ventier. Die Fraktion hatte ich ja sowieso schon auf Ehrfürchtig. Das letzte Mal, wo ich zu den Ventier geswitcht bin, habe ich es vergessen, bin weggeswitcht und danach dachte ich mir, ah, nein, da war ja das Mount noch. Blöd gelaufen. So, dann gucken wir mal weiter in die Liste. Hergestellte Items waren es hier 1, sind es jetzt 5. Da sind anscheinend neue reingekommen. Ich kann euch ja sagen, was da reingekommen ist. Diese Sonnenbrille war ja davor schon drin. Und hier sind jetzt 4 Köpfe drin, die man aber, die ich als Transmog schon habe. Deswegen steht hier oben Currency dran. Die brauche ich für ein Achievement. Das Achievement werde ich aber wahrscheinlich nicht machen können, weil ich da ein bisschen verkackt habe. Das ist ein Ventier-Achievement. Und zwar ist das hier Randalls großer Tag. Da muss man diese Hüte bei dem Typen abgeben. Das Problem ist, mit dem Twink, mit meinem Monk, habe ich bei den bei dem Typen, bei Randall, quasi schon maximale Ruf und habe die Quest am Ende abgekriegt, dass man die Einladung permanent hat. Das ist blöderweise accountweit und jetzt kann ich keine Hüte mehr abgeben. Für dieses Achievement muss ich aber die Hüte abgeben. Ich hoffe, Blizzard fixt das. Ich werde die Tage noch ein Ticket schreiben, aber ja, das eine Achievement kann ich halt schlichtweg nicht machen, weil ich da schon quasi vorher die permanente Einladung mir geholt habe. Ist sehr ärgerlich tatsächlich. Dann, wenn wir gucken, PvP hat sich ein bisschen was getan. Da habe ich ein paar Transmog-Teile gekriegt, weil ich ja ein bisschen Arena gespielt habe. Ich kann es euch mal zeigen.
Hier, wir haben ein bisschen Arena fürs Mount gespielt, jetzt nichts Hohes, 1600 sind wir und haben uns halt hier das Mount geholt und ich habe sogar noch einen Sattel nebenbei gekriegt. Irgendwie ist der weitergelaufen, ich habe das Mount geholt gehabt und hatte dann schon 88% vom Sattel, das war anscheinend noch aus der letzten Season aus BFA und dann habe ich noch ein paar mehr Games gemacht und die letzten 12% für den anderen Sattel auch noch mitgenommen. Den brauche ich nicht wirklich, ne, weil ich habe hier die ganzen PvP-Mounts und wie ihr seht, habe ich hier noch eine ganze Latte an Sattel auf dem Bank liegen, die ich halt nicht brauche. Aber naja, haben ist nie schlecht. Vielleicht kann man es irgendwann brauchen. Dann PvP hatten wir. Erweiterungsfeatures ist einiges rausgeflogen, wie ihr seht. Hier 297 waren es, jetzt sind es nur noch 227. Liegt einfach dran, dass ich jetzt bei den ganzen Covenants die Quests gemacht habe. Ne? Also diese Kampagne, also hier sind keine Quests mehr drin, außer bei den Nightfee, da gibt es so eine Weekly-Quest, dass du jede Woche Seelen holen musst im, hier im Schlund. Da ich ja dann nur eine Woche war, konnte ich nicht jede Woche nochmal Seelen holen, also das ging nicht. Aber bei den anderen Covenants, den habe ich auch, keine Ahnung, das buggt ein bisschen rum. Bei den anderen Covenants habe ich die ganzen Quests fertig und dementsprechend ist da einiges rausgeflogen. Und ich habe auch ein paar Achievements noch bei den anderen Covenants mitgenommen. Genau, hier, das ist ja, nee, das ist neu reingekommen, das Ding, da muss ich mal gucken, das ist eine Breadcrumb-Quest, die du nur einmal pro Account machen kannst. I don't know, ob ich die irgendwie rauskriege, muss ich mal gucken tatsächlich. Erfolge sind auch ein paar Sachen rausgeflogen, weil ich einfach mit einem Twink bei den Vent hier noch ein paar Erfolge holen konnte, ne? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Weltbeute sind es immer noch 6. Außenbereiche sind auch ein paar Sachen rausgeflogen. Und zwar brauche ich da eigentlich bloß noch ein paar Breadcrumb-Quests in Oribos, die PvP-Items, ne, das sind halt die ganzen Überoberungspunkte, die werde ich mir demnächst mal kaufen, vielleicht im nächsten Video, und zwar haben wir uns einige Eroberungspunkte angespart, auch mit den Twinks einige Eroberungspunkte angespart, und da können wir dementsprechend mal demnächst shoppen gehen. Übrigens, heute werden wir auch noch shoppen gehen, und zwar habe ich mir was anderes rausgesucht. Ich habe mir, über Ehrenabzeichen Sachen will ich mir holen. Und da habe ich meine Chars gerade schon positioniert. Ich kann es euch zeigen. Einer steht hier schon Area 52. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen die Ehrenabzeichen springen lassen. Ich möchte die Tradition weiter hochhalten, dass wir uns immer noch ein bisschen was für Collectibles kaufen am Ende der des Collection Updates. Dann Maldraxxus, das sind hier, glaube ich, ja, das sind nur Sachen für den Gluthof. Den bin ich gerade am Hochbasteln. Und Revendress, auch eine Breadcrumb-Quest. Und das sind halt alles Gluthof-Sachen, ne? Die jetzt hier drin sind. Das ist halt für den Gluthof. Eine Waffe brauche ich noch für den Worry. Ich hatte ja zwei Sachen gebraucht gehabt aus den Kisten für den Warrior. Eine Kiste habe ich bekommen, ne? Und das andere leider noch nicht, das ist halt leider eine Stärkewaffe. Dann hat mir noch irgendwie ein Int-Item auch gefehlt, das habe ich tatsächlich auch bekommen. Und wie ihr seht, das andere sind alles für den Gluthof-Sachen, ne? Also, die habe ich mit dem zweiten Account alle schon geholt, also auch fürs Achievement. Warte, das kann ich mal zeigen. Das sind hier teilweise so Achievement-Sachen, ne? Die habe ich jetzt hier fertig, aber dementsprechend mit dem halt, mit dem Char noch nicht, sondern mit dem zweiten Account habe ich das gemacht. Genau, und Zonendrop, genau, das ist auch für den Gluthof. Also, da müsste ich jetzt halt den Ruf beim Gluthof noch ein bisschen höher machen und dann kann ich mir das Zeug, denke ich mal, farmen. Gut, soweit dazu. Und hier hat sich eigentlich nichts getan bei den Dungeons. Da ist sogar eins mehr geworden, das ist wahrscheinlich durch das Update. Ich vermute mal, dass das hier das Meta-Achievement ist, dass sie das mit reingepackt haben, ne? Den Helm habe ich leider von Drenatris noch nicht bekommen. Die Woche muss ich noch rein. Vielleicht wird es ja da was, dass wir halt zehnmal allen Transmog abgeschlossen haben. Gut, soweit hier zum Collection-Update. Jetzt können wir uns noch kurz angucken, was passiert, wenn ich hier den Skip noch aktiviere. Dann sind es nochmal, wie viele Items sind es mehr? 555, das kann man sich gut merken, 528, ne? Also, nicht sonderlich viele mehr. Knappe 30 Items sind es. Und die sind alle im Außenbereichen drin. Und zwar sind das solche Quests, ne? Zum Beispiel, wie ihr hier seht, das müssten alle diese, das sind keine World Quests, sondern so Bonusbereiche sind das, die man spielen kann. Und ja, das sind, glaube ich, 4 pro Zone, die man hat. Und dann sind es, glaube ich, in Oribos
noch einige Breadcrumb-Quests. Ihr seht richtig viele. Das ist dann immer, dass man in eine Zone geschickt wird. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie mit dem Main machen kann. Also da, das müsste ich, vielleicht teste ich das am Wochenende mal, ob ich da irgendwie hinkomme, ne? Ich bin jetzt überlegen, welchen Stand wir weitermachen. Ich glaube, ich lasse jetzt mal hier den Haken drin mit den Shadowlands-Skips. Und ich gucke mir das am Wochenende mal an. Wenn ich da irgendwie die Möglichkeit habe, die mit Party-Sync noch machen zu können, mit Main, dann werden wir das Collection-Update so weitermachen mit dem Shadowlands-Skip. Und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich wahrscheinlich das rausnehmen und mal irgendwie gucken. Vielleicht kann ich es irgendwann mit den Twinks mal machen, ich weiß es nicht. Das ist halt ein bisschen blöd, so Breadcrumb-Quests, die sind teilweise so angelegt, dass sie sich gegenseitig ausschließen, ne? Wenn man die normale Kampagne gemacht hat, dann kann man hier das andere nicht mehr machen. Muss ich aber gucken, vielleicht geht da was. Okay, dann soll das jetzt mal der Endstand hier sein. Jetzt würde ich sagen, loggen wir um. Oh, halt, nein, das war jetzt dumm. Ich muss ja noch die Marken rüberschicken. Und zwar möchte ich... Ich habe jetzt mal einen Parler schon bereitgestellt und einen Worry in der Area 52. Da gibt es ja das ganze Transmog-Zeug aus Burning Crusade. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt nach und nach immer am besten zwei Chars, weil ich halt zwei Accounts habe, da macht das immer Sinn, da muss ich nicht so viel rumloggen. Immer mit zwei verschiedenen Klassen die ganzen Sachen kaufen. Also ich versuche mir jetzt... die Season 1, 2, 3, 4 Sachen vom Worry und danach vom Pala noch zu kaufen oder andersrum, ich weiß es nicht, wie ich mit den Chars eingeloggt bin und dann die Wochen darauf halt vielleicht dann noch einen Hunter und einen Schamanen zu nehmen und so weiter halt, ne, dass ich die ganzen Rüstungsklassen durch habe. Ich muss halt schauen, wie weit ich hinkomme mit den PvP-Marken, was da rausgeht, dass wir uns immer so ein bisschen was holen. Also immer von einer Expansion halt alle Seasons durch und hat wirklich alle Items und ich möchte mir da nicht nur die Grund-Transmog-Sachen kaufen, sondern ich will mir da am besten auch das Zweit-Transmog kaufen. Also heißt, wenn aus einer Quelle also ein Aussehen aus mehreren Quellen ist, dann dementsprechend die ganzen Quellen. So, ich habe mir jetzt hier, glaube ich, nochmal ein paar Marken zusammengeschickt. Was haben wir denn? Oh, ich komme genau auf 1600, seht ihr das? 1600 Marken haben wir. Jetzt würde ich sagen, jetzt muss ich mal gucken, was für ein Char habe ich denn hier, dass ich es rüberschicken kann. Den Spartacus haben wir hier einmal mit 10.000 Sonderzeichen. So, ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Sonderzeichen, muss ich ehrlich gestehen, aber manchmal muss man gucken. So, wir schicken dem jetzt einfach mal 1000 Marken rüber, ne? Also ich denke mir, die werden wir nicht, ich hoffe zumindest, dass wir sie nicht alle aufbrauchen werden. Und dementsprechend locken wir, warte mal, das war ein Worry, dann haben wir den Lightelada noch stationiert. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Noch einen Schluck getrunken. So, also als allererstes machen wir hier mal tatsächlich den Komplettist-Modus an. Also, dass wir alles sehen. Alles. Und jetzt, na komm, wahrscheinlich ist draußen auch ein Postkasten, aber scheiß drauf, wir haben ja hier, schau mal, was kommt denn da vom Postmeister noch? Ein Haufen Krempel. Wir haben ja hier die Möglichkeit, da einmal zu switchen. So, jetzt gucken wir mal grob rein. Wir haben hier in Burning Crusade 4 Seasons gehabt und so wie es aussieht, habe ich mir bereits die Waffentokens gekauft, ne? Also ihr seht hier, die Waffensachen, die haben wir schon alle. Also das Waffentoken habe ich mir irgendwann schon mal gegönnt tatsächlich. Wo ist denn das eigentlich? Ist hier gar nicht drin? Range? Ah, hier ist das Waffentoken. Anscheinend hat das beide, es sind ja teilweise, für eine Season gibt es ja mehrere Sets, ne? Einmal für Ehre was und dann wahrscheinlich nochmal was dann für, ich weiß nicht, ob es damals auch Eroberungspunkte hieß. Ist schon ein bisschen lang her. Und da muss man dann immer ein bisschen gucken. So, also mir fehlt hier quasi das Set, ne, von Worry. Und dann gibt es immer noch Zusatzteile. Und zwar gibt es dann immer noch Handgelenke, eine Taille und halt auch Füße. Und da wollen wir uns mal ein bisschen gucken. Mal gucken, was dann bei einem Char rausgeht. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Set an. Das können wir mal kaufen. So, das waren jetzt viele Teile, oder? Die ich da jetzt gekriegt habe. Ich kann das mal im Chat so ein bisschen zeigen. Du kriegst, glaube ich, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 Teile. Okay. Und jetzt haben wir hier die Sachen quasi alle. Und jetzt haben wir hier noch die einzelnen Dinger, ne? Das sind auch nochmal ein bisschen was. Mal gucken, was da overall an Marken rausgeht. Komm, wir kaufen die jetzt mal alle. Also für den Komplettist-Modus brauche ich halt jedes Teil einzeln. Für den normalen Modus bräuchte ich halt tatsächlich lediglich eins von diesen Teilen. Aber irgendwann würde ich ja gerne den Komplettist-Modus auch mal angehen. Und jetzt mache ich das gleich schon mal alles vollständig und dann sehe ich auch, was ich dann overall noch an Marken brauche. Ne? Jetzt klappern wir mal einen oder die halt die zwei Chars hier in Ding einmal ab. Die muss ich dann alle wieder verkaufen, die Sachen. Ne? Jetzt muss ich auch noch ein bisschen gucken, dass wir den Händler im Auge behalten, dass der vielleicht, oder zumindest hier die Season 1, ob die dann rausfliegt. Hier haben wir noch eine Schuhe. Okay, und da sind noch einmal Handgelenke. Ah, schau mal, jetzt ist Season 1 komplett rausgeflogen. So, jetzt habe ich hier die Geschichte, dass ich die wahrscheinlich alle einmal anlegen muss. Oh boy. Es ist halt viel Geklicke, ne? Da sind die Sets natürlich angenehmer. Ich meine, im späteren Verlauf ist es dann so, dass in dem Set die kompletten Items drin sind, ne? Hier in Burning Crusade hast du anscheinend nur die 5 Items drin. Bei späteren Sets sind es dann ja teilweise immer mehr Items. Ich vermute, dass dann in den höheren Add-ons, dass dann im Set tatsächlich alle Aussehdinger drin sind. Dann wird es auch tatsächlich günstiger. So, jetzt ziehen wir uns das wieder an. Haben wir sie einmal alle quasi angezogen und damit hier zurückkaufbar, nicht zurückkaufbar gemacht. So, gut, jetzt haben wir ein bisschen über 43 Marken haben wir jetzt ausgegeben für ein Set quasi. Für Season 1, halt alle Zusatz-Items. Ne? Dann kaufen wir uns hier das zweite. Zum Glück habe ich das Waffentoken, weil das kostet halt richtig viel. Und dann muss ich mal gucken. Aber die Teile werden mir jetzt hier alle... Also Season 2 hat anscheinend dasselbe Aussehen, seht ihr das? Die Teile sind wirklich die gleichen Teile. Komischerweise, ne? Auch im Komplettist-Modus. Das wundert mich jetzt fast. Oder ich bin im Komplettist-Modus. Nee, nicht, dass ich jetzt hier... Ja, genau. Also wir sind hier im Komplettist-Modus. Das läuft. Dann haben wir jetzt hier den nächsten Händler. Der verkauft irgendwie nur Waffen. Ah, okay, ich war irgendwie auf der letzten Seite, komischerweise. Also die Waffen haben wir auch hier wieder. Hier haben wir dann einmal das Token. Und hier sind es dann wieder einige Zusatzteile. Ich weiß jetzt nicht, ob Season 3 und 4 dann auch wieder dasselbe ist. Aber also ich habe damals mit meinem Hexenmeister, weiß ich noch, ne, lang, lang ist her, habe ich zu Burning Crusade gespielt. Und ich meine, Season 3 und 4 waren anders. Season 3 war beim Hexer diese coole Flügel. Und Season 4 war irgendwie so ein rotes, gammeliges Set, das nicht so nice aussah. Also, wenn ich da so zurückdenke, dann müssten das eigentlich verschiedene Sets gewesen sein. Bei Season 1 und 2 weiß ich es nicht genau. Ich habe, glaube ich, Ende Season 2 damals angefangen, Arena zu spielen mit meinem Hexer. Und dann über 3 und 4 halbwegs aktiv das gemacht. Mir da auch die Sachen geholt. Also, wenn ich beim Hexer ankomme, nein, da gab es ja noch kein Transmog-System. Ne? Das muss ich mir wahrscheinlich alles wieder neu kaufen. Okay, das war jetzt die vierte Season. Jetzt müssen wir mal hier weiter gucken. Der hat irgendwie... Achso, ich bin auch wieder auf der letzten Seite, warum auch immer. Auch hier haben wir das Waffentoken. Aber, ja, seht ihr, hier sind die Sachen neu. Also, hier ist es nicht so wie Season 1 und 2. Aber jetzt haben wir schon fast 100 Marken ausgegeben. Ne? Also, ihr seht... Hier, wenn man sich alles kaufen will, geht schon gut was raus. Und wie gesagt, wir haben ja tatsächlich die Waffen schon. Ne? Wenn ich die Waffen noch kaufen wollen würde, es wären jedes Mal 80 Marken A4 Seasons, das ist einiges. Gut, ich sag mal so, ich glaube 2 und 1 sind wieder gleich, dann sind es plus 3, dann sind es 160... 240 Marken wären das, ne? Also das, da Waffen gehen richtig gut raus, aber ich habe schon ein bisschen reingelinst. Ich meine, bis auf Wottel habe ich mir alle Waffentokens gekauft, ne? Dementsprechend auch in den anderen Expansions sieht es halbwegs gut aus. Halbwegs zumindest.
So, jetzt ist hier beim Worry tatsächlich Red of the Lich King schon mal komplett rausgeflogen. Es gibt hier noch ein paar andere Händler, die verkaufen altes Classic-PvP-Zeug, das du aber nur kriegst, wenn du die Ränge hast. Du kannst dir teilweise Sachen kaufen, glaube ich, wenn du die aktuellen Ränge hast. Ihr seht, ich habe die Stangenwaffe zum Beispiel und den Streitkolben, aber die Sachen habe ich hier nicht. Und zwar konnte ich mir die kaufen. Ich habe zu, zu Classic habe ich nicht großes PvP gespielt, aber ich habe halt hier im RBG mit meinem Druid die ganzen Achievements geholt, bis zum Grand Marshal und Held der Allianz und solche Geschichten. Und dementsprechend, ich glaube, ich weiß nicht, ob du Grand Marshal dafür brauchst, aber irgendeinen von diesen PvP-Rängen, vielleicht ist es auch nur Marshal oder 2K, was du brauchst, die benötigst du, um die Sachen kaufen zu können. Und anscheinend ist das aber nicht accountgebunden, sondern chargebunden. Heißt, wenn ich hier die Plattensachen kaufen wollen würde, dann müsste ich mit irgendeinem Plattenchar, am besten mit dem Worry, weil der halt die meisten Waffen kaufen kann, RBG hochspielen. Ne? Dann müsste ich mir das noch kaufen können. Sollen wir mal gucken, ist das bei den Sachen genauso? Ja, das ist bei den Sachen genauso. Also das sind diese Klassik-Sets, da brauchst du halt dann einen Klassik-Rang oder du benötigst halt aktuelle RBG-Rating und das ist halt bei den ganzen Sachen so. Ihr seht, die sind alle rot. Jetzt zwar klasse Ding auch dran. Aber die werde ich mir leider alle nicht kaufen können. Schade. Also das Druid-Set, wie gesagt, habe ich. Aber die anderen Sachen, das sieht leider schlecht aus. Das sieht leider schlecht aus. Okay, na gut, zumindest haben wir geguckt. Das sind dann die drei Händler. Vielleicht irgendwann, wenn ich alles andere habe, werden wir mit den Twinks ein bisschen Arena spielen und da ein wenig gucken. Gut, aber jetzt sollten wir erstmal Burning Crusade schauen. Also, so wie es aussieht, haben wir einmal hier jetzt alles mit dem Worry in Burning Crusade. Und was haben wir ausgegeben an Marken? Wir haben ausgegeben ein bisschen über 100, ne? 103 Marken haben wir ausgegeben. So, jetzt schicken wir das Ganze weiter zu meinem Pala. Jetzt tue ich, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie heißt der, Leitilla. Ja, da war ich wieder kreativ. Swappen wir weiter und schicken jetzt dem Leitilla die Marken rüber und holen uns das Pala-Zeug auch noch. So, mal gucken, ob sich da ein paar Sachen überschneiden. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Okay, jetzt machen wir das mal auf. Haben wir hier auch den Komplettist-Modus, dass wir natürlich wieder alles mitnehmen wollen. Ich weiß jetzt nicht, also die Sets werden sich nicht überschneiden, aber was sich überschneiden könnte, wären eigentlich diese Nebenteile. Ne? Jetzt können wir hier mal kurz gucken. PvP, Burning Crusade, Season 1 zum Beispiel, Pala. Ja, seht ihr, die ganzen Nebenteile, die habe ich jetzt schon. Jetzt brauche ich tatsächlich nur die Sets. Das ist doch schön. Also wenn ich mir jetzt das... Also warte mal. Ja, ich brauche ja erst die Tokens. Spielzeuge. Welch Freude, euch zu sehen. So. Also. Dann fangen wir mal hier an. Erstes Token. Seid vorsichtig da draußen. Ich habe ein Geschäft für euch. Ah, das kann ich schon? Wait, jetzt sind die Sachen aber nicht rausgeflogen. Ah, ich habe das beim anderen Händler gekauft. Ups. Falschen Händler am Target gehabt. Ich habe jetzt erst Season 2 gekauft. Sind aber jetzt nicht alle. Ja, das checke ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier sind noch Sachen drin, ne? Wollen wir es mal refreshen? Keine Ahnung, beim Worry hat das jetzt wunderbar geklappt, irgendwie beim Pala nicht. Refreshen es mal. Vielleicht checkt das auch nicht. Ach, schau mal an. Ist es beim Pala so, dass du... Oh boy. Sag mir nicht, dass es beim Pala mehrere Sets gibt. Hey, beim Worry hat es das da auch nicht gegeben. Also, ich glaube, ich check, wie es funktioniert. Und zwar hat es hier zu Burning Crusade anscheinend für die verschiedenen Ausrichtungen verschiedene Sets gegeben. Jetzt verstehe ich halt nicht ganz, warum der Worry das nicht hatte. Beim Worry waren die verschiedenen Sets
nicht dabei. Was liegt an? Hier hat er, ja, hier hat er auch, jetzt muss ich mal gucken. Gut, du brauchst wahrscheinlich andere Stats, ne? Beim Worry brauchst du halt nur Stärke, egal ob Tank oder... Komisch, beim Worry ist es raus, ne? Obwohl ich auch den Komplettist-Modus drin hab. Und... Ne, und hier ist es tatsächlich nur ein Set, ne? Das wird wahrscheinlich dann, gut, du siehst mittlerweile die Set-Bonus nicht mehr. Du hast da nur noch hier Entwaffnungszauber um 50% verringert, aber die alten Set-Bonus sind ja eh deaktiviert, beziehungsweise teilweise ganz rausgenommen. Ja, okay, interessant. Also dann ist es beim Pala, muss ich dann immer die anderen Teile auch noch kaufen, dass ich das Set komplett kriege. Also ich habe jetzt quasi hier das Stärke-Set bekommen. Das ist wahrscheinlich das, was man als Vergelter kriegt. Oder Richturteil, ja. Und dann hast du hier noch ein Stärke-Set. Schockzauber, okay, vielleicht ist das eher der Tank. Spec, und dann hast du hier, das ist aber auch mit Stärke, sind es irgendwie drei Stärke-Set? Gibt es hier nichts mit Int? Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht dann noch ein Int für ein Heiler-Set gibt, aber das macht überhaupt keinen Sinn, warum es dann hier drei Sets gibt. Ja, also mit Int hatte ich jetzt halt auch erst gedacht, ne? Aber hier ist es, sie haben halt alle Stärke drauf, die kompletten Sachen. Also, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, ja. Wir kaufen es jetzt halt einfach, es wird halt jetzt ein bisschen teurer, weil ich mir die Teile jetzt einzeln halt noch kaufen muss. Weil es sind halt drei Stärke-Sets, ne? Die du jetzt hier kriegst. Macht überhaupt keinen Sinn. Und beim Worry gibt es ja theoretisch auch drei Stärke-Specs. Also wenn ich jetzt hier Int drauf gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, kann es jetzt nur nachvollziehen, warum da ein extra Set gibt, weil es macht ja Sinn, ne, wenn du da andere Stats hast, aber so macht es halt ehrlich gesagt keinen Sinn. Es kann natürlich sein, dass da nachträglich irgendwie die Stats geändert wurden, ne, das weiß ich natürlich jetzt nicht, da kann ich jetzt nur mutmaßen. Jetzt ziehen wir alles wieder an. Und schauen, ob jetzt ein Händler rausgeflogen ist. Ja, genau. Also der Season 2 Händler ist schon mal rausgeflogen. Ah, potenzielle Kundschaft. Dann haben wir jetzt hier den Season 1 Händler. Können wir da mal noch alles kaufen? So, okay. Dann ist der auch rausgeflogen, der Season 1 Händler. Jetzt kaufen wir die oder tun wir die noch alle umwandeln. Schade. Also, das Gute ist, ne, diese Plätze wie Schuhe und was war es noch? Hier die anderen Sachen, Handgelenke und so, diese Zusatzteile, die muss ich nicht doppelt kaufen, weil die anscheinend dann immer die gleichen sind. Aber, so wie es hier aussieht, bei manchen gibt es halt mehrere Sets. Ne? Das wird sich dann halt noch zeigen. Wie teuer das dann wird. Schön, dass ich helfen konnte. Wenn es Blizzard gut machen würde, dann müsste man eigentlich alle Varianten hier kriegen durch das Token, aber du kriegst halt leider nur eine. Dann musst du halt alles andere kaufen. Sind das jetzt hier? Ne, das sind immer noch alle Stärke-Sachen, ne? Also keine Ahnung. Ich habe ja damals Arena mit meinem Hexer, mit einem Heal-Parler gespielt, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie für dem sein Gear interessiert. Was der, ob der Int hat oder ob der Stärke anhat. Anscheinend, ne, wenn sie das nicht nachträglich geändert haben, hat der, also der hatte damals halt das volle PvP-Gear angehabt. Also wie es aussieht, weiß ich schon noch, weil der immer in der Arena neben mir rumgegurkt ist. Aber ich habe da eigentlich nie drauf geachtet, was der für Stats hat. Ne? Ich dachte mir, der wird schon wissen, was er tut. Und jetzt denke ich mir hier gerade so ein bisschen, okay, interessant. Haben wir jetzt irgendwas von meinem Gear verkauft? Nee, oder? Na. Gut, der Parler hat jetzt eh kein krasses Gear, ne? Also wenn da jetzt was wegkommt, wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht tragisch, aber mit Burning Crusade Sachen rumzulaufen, ist wahrscheinlich trotzdem nicht so geil. Würde ich mal behaupten. So, jetzt kaufen wir die Sachen noch und dann sind wir tatsächlich auch durch. Dann schauen wir mal, was wir overall rausgehauen haben an Marken. Also ich glaube, wenn ich in der Frequenz jede Woche Marken raushaue, dann habe ich in ein paar Wochen nichts mehr, ne? Weil so viele kriege ich tatsächlich nicht zusammen. Ich kriege, also wenn es ganz gut läuft, vielleicht so, ja, weiß ich nicht, in der Woche irgendwie 30, 40, 50, vielleicht 100, wenn ich ganz viel nebenbei PvP und diese Ding-World-Quests mache, aber
wahrscheinlich eher sowas. Aber wenn ich jetzt hier 200, 300 raushaue, da geht schon gut runter. Und das haben wir jetzt gemacht. 255 Marken haben wir jetzt rausgehauen für die beiden Klassen. Das ist natürlich schon einiges. Müsste man halt jetzt gucken, was bei den anderen Klassen, ne, ob es da auch so viele Sets gibt. Ich habe ein Geschäft für euch. Okay. So, damit haben wir jetzt bei den beiden Plattenklassen tatsächlich alle Burning Crusade Sachen gekauft. Ich würde sagen, nächste Woche... jetzt kommt ja bald der Patch raus, ne? Nächste Woche werden wir wahrscheinlich die Tapferkeits- oder nicht Tapferkeitspunkte, die Eroberungspunkte ausgeben, aber danach werden wir hier weitermachen im Burning Crusade und dann werden wir vielleicht mal Kette gucken und dann Stoff und Leder und sowas. Also nach und nach hier alles kaufen, bis zumindest meine Ehrenabzeichen wechseln und dann können wir auch mal in Red of the Lich King gehen. Hier ist es aber das Problem, dass mir da die Waffenvorlagen fehlen, wie ihr seht. Also da sind tatsächlich die Waffen fehlend und in Cutter, muss ich mal gucken. Ne, in Cutter sind keine Waffen, da fehlen keine Waffen, ne? Das ist ganz gut. Also Cutter sind anscheinend, habe ich die Waffen? Muss ich mal gucken in den anderen Seasons. Nee, da sieht's gut aus. Mist of Pandaria. Da habe ich mir die Waffen auch geholt, oder? Sieht auch gut aus in Draenor. Weil die Waffen sind halt, wie gesagt, mit Abstand das teuerste, so wie es aussieht, sind da auch keine Waffen drin. Gut, Legion gab es keine Waffen und Ding hier, da fehlt mir eine Axt. Ja gut, die könnte ich mal über... Die kannst du über Ehre noch kaufen, tatsächlich, da muss ich mal schauen. Gut, aber also das teuerste wird wahrscheinlich mit Abstand Wottel werden, ne? Weil da muss ich dann in der Season das Waffentoken holen. Und das sind dann halt einfach 4x80, ne? Also da zahlst du einiges. Okay, gut, dann schicken wir das rüber. Mit dem kleinen Collection-Update sind wir jetzt tatsächlich fertig. Ich werde mich dann nächste Woche wieder melden. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.